Bergwertung kommt doch noch. Na, der ist schon drüber gerutscht. Also weit, ich stelle den mal weg mit 12 Sekunden. Ah, uhuhu, Moment. Bei wegen einem Punkt, nee. Ein Punkt. Den hätte man uns jetzt holen können. So hat sich der da vorne geschnappt, sieht man ja auch da vorläufig einen Punkt Bergwertung. Den Spaß können wir jetzt hinten raus machen. Bei der Kategorie 3. Da gäbe es jetzt 2 Punkte. Wir fahren hier endlich gut mit. Und frisch. Passiert, wenn wir jetzt das Gel da reinschmeißen, müsste jetzt dann steigen. So ganz habe ich die Funktion noch nicht verstanden von dem Ding. Ja, doch, steigt. Okay, da können wir noch vieles, das sind, was man da holen kann. So, und die krachen jetzt hier in einem abartigen Tempo da vorne gerade. Da wird er eingeholt. Jetzt Tempo gesteigert. Da hinten raus. Halt die Frage. Da die 6 Punkte holen? Ja, noch 17 Kilometer. Lass uns auf jeden Fall mal in einfacher Geschwindigkeit jetzt laufen. Jetzt kommt ja die spannende Stelle für uns. Schau mal, wie wir hier mitkommen. Guck mal, ob man hier. Jo, das würde man uns holen. Den holen wir uns da oben. Jetzt haben wir noch 15 Kilometer, um uns irgendwie zu erholen. We've got 15 Kilometer to the finish line. Der rote Balken sollte sich jetzt doch wieder laden. Ah, wir sind nur noch 30. Okay. Ging ja schneller als gedacht mit der Teilung, Witter. Das komplette Team ist hinten dran. Das heißt, der Tagessieger kommt wohl aus der Gruppe, wo wir drin sind. So, das macht unser roter Balken, der ist wieder gut drauf. Mal die Gruppe analysieren. Ne. Alle unbekannt. Hier mal einen. Wir machen da vorne Tempo. Also auf jeden Fall der O'Connor. Irgendwas mit einem helle Trikot. Lopez haben wir da noch am Start. Ino. Und eben den O'Connor. Alles klar. Gut, wir müssen eh auf uns schauen.
Also ob die noch mal ranfahren. Wenn jetzt sind sie eh gleich wieder weg, sobald es reingeht. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Na, hier fahren wir eigentlich gut mit. 4 Kilometer noch übrig. Hat noch keiner irgendwelche Andeutungen, da was reißen zu wollen. Jetzt wieder flacher, kurze Abfahrt und dann geht's hinten rein. Da könnten wir unser Glück versuchen. War genau da. Wird aber eher so ein Massensprint-Ding da. Ja, und da sind wir chancenlos. Wir hätten vorher rausgesollt. Bei Sprinten können wir halt absolut nicht. Mal anguckt, der Gewinner. Und der da. Yep. Wir wissen nicht, was er kann. Oder nächsten Sprinter, der hügeln kann. Dann ist der halt vorne mit dabei bei sowas. Wir hätten vorher rausgesollt da an dem. Das war zu spät. Im Klassement sind wir logischerweise 24. Sprintwertung haben wir nichts geholt. Berg sind wir schon 3. Das waren da die Ausreißer. U25 sind wir auch gut dabei. Teamwertung. Aber ist halt so. Also obwohl wir uns da 25 Kilometer abgeplagt haben, noch zu Beginn der Etappe, weil jeder der Ausreißer war. Am Schluss kam keiner von denen vorne an. Ausgerissen ist auch keiner. So, dann geht's mal rein in die nächste Etappe. Die sieht schon ein bisschen hügeliger aus. Die müssen wir jetzt wieder im Wind fahren. Ich sehe schon kommen. Da wieder irgendein Quatsch fürs Team machen müssen. Hello and welcome. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. It is under a bright sun that today's race will be run. So, was haben wir? 30 Kilometer lang an der Spitze bleiben, alles klar. Dann machen wir das gleich. Und was hinter uns? Hartes Tempo hätte er gern. Hartes Tempo, alles klar. Damit du dann hinten raus nicht mitfahren kannst. Nur 2 Kilometer haben wir schon. Oh ne, das Hauptfeld ist der Meinung, es gibt keine Ausreißer oder wie. Oh Leute, dann machen wir es halt so. Ihr wolltet es nicht anders da. Schon stark der Fahrer von uns. Gut, wir sind jetzt halt völlig platt.
Also eben mal den einen Colt, der ist schon noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. So. Uns jetzt mit 75 wieder zufrieden geben. Sieht ja jeder da vorne. Abhauen wir dann nicht. Kilometer haben wir schon, gut. Bin mal schon gespannt auf die Teamanweisungen, wenn wir mal wirklich zur Tour de France dürfen. Wenn der Sprinter an der Bergetappe sagt, wir sollen für ihn 20 Kilometer vor dem Wind fahren, damit er irgendwo eine Sprintwertung gewinnen kann. Wie schon solche Ansagen kommen. Ja, das ist echt schlecht gemacht, das Ding. Na gut, wir müssen es ja nicht beachten. Wir machen es jetzt nur, damit es Punkte gibt, damit wir weiter skillen können. So, Halbzeit mit unserer Führungsarbeit. Oh, sind eigentlich noch gut beieinander. Können wir uns ja denken nach der Sprintwertung erholen. Dann spätestens bei den Kategorie 2 Bergen. Guck mal, wie es aussieht. Wir sind die Tagesform plus 3, jawohl. So, da sind jetzt irgendwelche übermotivierte. Ja, tschüss. Wäre halt auch witzig gewesen, im zweiten Jahr noch bei der Kontinentaltour zu fahren. Die hätte man ja wahrscheinlich in Grund und Boden gefahren. Da wäre es deutlich einfacher, auch Punkte dann zu sammeln und zu skillen. Dann zu sagen, im dritten Jahr gehe ich erst so ein besseres Team. Wahrscheinlich hätte man so Ende Jahr 2 mehr Punkte, also mehr Skill-Punkte. Komm wieder zu mir, ich hab Wind, nö. Klar, komm mit dem Wind. Kennen wir denn überhaupt? Was hat denn da? Jo, genau, für so einen machen wir heute. Das ist der Captain bei 60 Berg, 66 Hügel. Kein Sprinter, wie wir auch nicht. Für so einen machen wir heute die Etappe. Also Teamrolle hin oder her, aber da muss man doch auf die Fähigkeiten mehr mal achten von den Fahrern. Jetzt sind aus, 5 Kilometer müssen wir noch juckeln. Also sprich, wir nehmen den ersten Berg her. Ne, gibt ja die Ausreißer vorne. Weil die können wir doch ausstellen, Moment. Die haben wir noch gestellt, so. Gut, wir sind völlig am Anschlag. Ne. Ne, ne. Da B mit 75 geht es ja weiter. Geht ja in den Hügel jetzt hoch. So weit sind die jetzt auch nicht weg. Okay. 75 gibt sich das Hauptfeld jetzt nicht mehr kurzzeitig zufrieden. Geh mal halt auf 80 hoch. Jo, wir haben auch das Arbeitsziel erreicht. Gut. Dann Position halten. Und auf 95 für den Berg dann gleich. Und mehr da rein. So. That's more than 2 minutes separating them. That's really a punchy attack. The Entente and the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Interessant. Hier nichts passiert dann vorne. Oh, da ist noch ein Ausreißer jetzt gab. Da geht noch mal einer. A rider just launched an attack.
Ja, da hat's wohl einen geschmissen. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Ja, jetzt kommen die Roten vor. Boah, das gelbe Trikot unterwegs, Sasch. Das war Mannschaft 21. Akia Samsic. Okay. Jo. Ach, Total zweimal dabei. Total und Total Energies. B&B Hotels, sind die wirklich Sponsor vom Radteam in Frankreich? Okay. Breakaway. Jo, ich wechsle mal einen Akku, wenn das Ding hier weiterläuft. Oh, da bin ich wieder. Der zweite Akku macht irgendwie gerade Probleme. Muss ich morgen mal gucken. Löst sich irgendwie der Deckel? Ich weiß aber nicht wieso. Ob da die Klebung in der Hitze. Aber dürfte eigentlich nicht passieren. Falsch gelagert habe ich hundertprozentig nicht. So, was hat sich jetzt geändert? Vorne eine Fünfergruppe, dann eine Zweiergruppe. So müssen wir 2,5 weg von der ersten. Die zwei Fahrer holen die vorne wohl ein. Jo, haben sie jetzt gemacht. 2,5 auf 7. Hinten sind zwei rausgefallen. Wir radeln hier entspannt mit. Sind total voll mit allen Balken. Gut, der Grüne nimmt immer ab während der Etappe. Warum sind wir jetzt... Ah ja, weil es wieder im Berg reingeht, alles klar. Solange wir keinen. Bis oben nimmt er jetzt ab. Minimal. Minimal, aber wir fahren vorne mit dem Hauptfeld. Oh, wir sind auch in Höchstform. Zwei Minuten. Wir haben in der Gesamtwertung. Weiter hinten. Halbe, also ich 10 Minuten, Viertelstunde. Könnte man bei so Ausreißergruppen mal mitfahren. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Sind da hinten raus Sprintpunkte, Bergpunkte, gar nichts. Sprintpunkte. Kategorie 2, da kriegen 4 Leute Punkte, ist auch nichts zu holen. Jetzt da mal endlich ein Trott kommen im Hauptfeld. Aus dem Hauptfeld rausfahren bei 17 Sekunden Rückstand als Bergfahrer und Etappen oder als Etappenfahrer mit Bergspezialisierung. Sekundär, nee, die lassen uns nicht raus. Seine Mannschaft macht ja schon Tempo vorne, aber 3,5, das ist doch
pro forma, was ihr da veranstaltet. Jetzt bin mal gespannt, wie wir denn. Ah ja, wir sollen die Energie aufheben. Was machen wir denn die ganze Zeit? Wir rollen da vorne mit. Verbrauchen nicht immer Energie. Also wenn es da irgendwo eine Einstellung gibt, dass wir das ausblenden kann, das wäre schön. Diese Meldung vom Captain des Tages. So, jetzt geht es hier rein, Kategorie 2. Wir sind entspannt. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Da kommt jetzt nochmal ein geiles Stück und zieht sich bis hoch. Die sind schon 4 Minuten weg. Another attack in the leading group. Da waren es nur noch 6 an der Spitze. Einer hat es nicht gepackt mitzufahren. Durch Wind am Berg, alles klar. Durch Wind am Berg. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Auch hier kann man gut rüber mit dem Hauptfeld ohne Kraft zu verlieren. Frag mich halt immer noch, wie wir das Bergtrikot holen sollen. So wird es nichts. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. So, jetzt kommt hinten nochmal eine kleine Kuppe. Und nochmal eine kleine Abfahrt, dann geht's nochmal oben rein. Den fahren wir nochmal. Moment, dann schauen wir uns mal die Karte an. Jo, Tatsache. Aber von der anderen Seite wohl. Und noch raus nochmal auch einer Kategorie 2. Das hätte nicht geklappt in der Ausreißergruppe. Mal gucken, wer da überhaupt dabei ist. Ah ja. Sandes Motorrad. A ball has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Sind das für Kameras? Ja, wobei, da hat einer 1,14. They're moving along at a fair lick. You've just gotta hang on. Muss mal gucken, wie man das mit den Kameras hinkriegt. Kann ja jetzt sein, dass wir nicht davor kommen. Und sehen, wer das ist. Hier geht aber auch nichts, oder? Ja, wir haben jetzt da einen ausgewählt, aber. Ja. Weil das Mausrad nach vorne drückst, immer wieder irgendeinem Hauptfeld.
Wind auf der Abfahrt. Wind am Berg und Wind in der Abfahrt. Deswegen brauchst du Schutz. Jo. Das ist eigentlich der, der gestern gewonnen hat. Da wissen wir immer noch nicht, was der kann. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Gerade überlegt, ob wir mal kurz zucken sollen. Na komm, wir machen es mal Einsatz, über einen Einsatzbalken, aber. So this is the last third of the race. Anyone who is gunning for victory has got to make a move fairly soon. Geh mal über einen Angriff. A courageous rider is looking to break away. Jetzt zeigt's Hauptfeldinteresse. Das ist immer schneller gestellt, wenn wir gucken können. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Wir machen hier eine ruhige Kugel im Hauptfeld. Ja. Oh mal was getestet hat. Da merkt man schon das Maximum, wie wir es gar nicht mehr erreichen können. Aufgrund der Attacke gerade eben. Denn die Balken werden sich jetzt wieder aufladen, aber nimm mal auf das maximal Mögliche. Da unten die Frischen hat auch gelitten. Gut, sind auch nur noch 55 Kilometer. Ich glaube, die Ausreißer könnten es packen. Das ist immer noch bei 3 Minuten ungefähr. 2,5. Bei 40 jetzt. Ich habe auch wieder einer rausgefallen, sind nur noch zu sechs. Da unten. Den Einzelnen werden wir einholen. Und auf der Karte jetzt aus A4 ist im Moment Schlusslicht. Ja, fahren wir aber böse heute im Kreis. Moment, wenn E1 da ist, kommt noch Sprintwertung, Bergwertung. Da fahren wir bestimmt so im Kreis, hier runter, da wieder dran vorbei, hier hoch und hier hinten dann ins Ziel. Also jetzt den Weg hier rechts abbiegen. Da unten links über den Berg ins Ziel, wo auch der Start war. Na, knapp nebendran. Da, das lädt sich wieder auf, der gelbe Balken.
Wir kommen nicht, doch 2 Minuten. Gibt es nicht am Punkte 10. Also wenn das Hauptfeld zusammenkommt, oder wenn alle wieder zusammen sind, oder ist alle, die Ausreise ans Hauptfeld, sind ja nur noch 102. Ich glaube, das wird noch kleiner werden. Dann könnte man es probieren, aber 2 Minuten auf 22,5 Kilometer jetzt? Ja, wie ich gesagt habe, hier biegen wir rechts ab. Da können wir ja da unten nur hin. Wir müssen ja nochmal drüber, aber den Code Tolieris. Liebezeise. Das sind so Name. Bah. Irgendein Berg halt, Kategorie 2. ...1,41. Wollen wir es nochmal probieren? Ist ja schön, dass du sagst, dass wir uns erholen sollen. Ich bin selber schon völlig blau gelaufen hier. Der ist schon am Ende seiner Kräfte. Die sind ja alle miteinander auf Anschlag. Der einzige, der noch ein bisschen was hatte, ist der Go. Der große Captain ist auch schon im Eimer. Ist das ja der Captain? Ach. Wir wären hier komplett wahrscheinlich noch voll, hätte man nicht den Angriff eben gemacht. So, was sind wir jetzt bei unter einer Minute? Schauen wir uns das da hinten nochmal genauer an. Wir gehen einfach bei dem Berg rein. Dorthin werden wir es haben und wenn nicht, können wir die mit Sicherheit am Berg holen. Da vorne holen wir jetzt wieder einen. Sind es nur noch 3 vorne? Das heißt, es geht um 4 Punkte. Um Hauptfeld raus. Ah, die sind auch schon sichtbar da vorne. Oh, die sind auch eingecallt. Die werden eingecallt. Dann würde ich sagen, probieren wir es im Berg unten. Sind es jetzt noch 30 Sekunden und dann nach vorne nochmal. In Summe sind es 40. Da ist Hauptfeld unter 100 geworden, 93. Unser großer Captain. Ende. So, jetzt geht's rein im Berg. Wer ist das jetzt? Können wir den einholen oder wer runter bei den oder? Wirklich Sinn macht das gerade nicht oder schon nochmal? Ach, das sind die zwei Führende, okay. Ja, oder hat noch mehr die Idee wie wir? War schon so geil, wir ziehen durch. Hier ziehen durch. Waren es nur noch 7. Oh, die Bergwertung ist unsere. Und jetzt können wir uns drüber unterhalten, wer von euch einen Tagessieg holt. Wir mit Sicherheit nicht. Moment, Gruppe kontrollieren. 17 Sekunden, 17, 17. Okay, wer das wohl gewinnt, hat aus gelbe Trikot.
Können wir nichts sagen, können wir nichts sagen, kennen wir auch nicht, kennen wir auch nichts, können wir auch nichts sagen, da hätten wir mal eine. Weiß. Aha, alles klar, verstehe ich, warum ausgeblendet. Okay. Kann ich nachvollziehen. Da könnte man mal ein bisschen Kraft sparen. Holt uns das Hauptfeld nochmal. Steht auch nur noch aus 21 Personen. Ja, ich glaube, die holen uns. Watch out. A team leader is falling behind. Oh, a leader is down. The team plans could well be turned upside down. Wer geht da jetzt raus? Ja, wir können aber nicht wirklich mehr. Ne, wir haben keinen Punch mehr. Bleiben wir jetzt in der Gruppe der Favoriten. Heizt noch die Geschichte. Oder vorne mit dabei bleiben am Ball. There are just 5 kilometers left. So, ein Tagessieg, wenn wir nichts zu tun haben, oder? E2 sind wir jetzt. Ne, E1. E1 sind wir. Ah. Wieder verpasst hier mit. Gib ihm. Irgendeinem Folgen von denen. Hauptsache, wir kriegen keine. Keine Zeit drauf gebrummt. Ja, und unser großer Captain hat 2 Minuten Rückstand. Wir haben wenigstens 10 Punkte geholt fürs Bergtrikot. Wo wir jetzt Vierter sind. Gesamtwertung dürfte mal auch 15 das sein. 13 Sekunden Rückstand. Print ist egal. Oh, 25. Nachwuchswertung sind wir zeitgleich sogar. Teamwertung ist mal unten drin. Wer hätte es gedacht? So, da kriegen wir Applaus für die 30 Kilometer im Wind. Beginn des Formhöhepunkts. Die können wir löschen, die Mail. Vertrag setzen wir uns irgendwann mal auseinander. Wenn es Richtung Saisonende geht, aber erst. Das ist doch unser Ding. Immer mit auf den Zettel. Jo. Einer von Astana ist oben dabei. Lopez, O'Connor, ja, genau, das sind die Verdächtigen. Interessanterweise die Sprintwertung gerade. Ah ja, es kommt durch die andere Ankunft. Da hinten aber noch ein Col de Corps de Garde. Kategorie 2, 10 Punkte. Und im Ziel gibt es durch auch Kategorie 2, 10 Punkte. Bei Sprintwertung. Ich hoffe, da kommt nicht irgendeiner auf den Trichter, dass wir jetzt hier Arbeit machen müssen. Eigentlich müssten wir der Captain sein nach der Etappe. Wird noch die Teamorder kommen, gewinnt die Rundfahrt oder so ein Quatsch.
Ausreisergruppe, das wird nicht funktionieren. Könnten es aber probieren. It's an undulating route, so it will be a tactical race. It is under a bright sun that today's race will be run. Jo, wir starten ziemlich weit vorne, dritte Reihe. Unter den ersten 20 kommen. Ausreißversuch über 45 Kilometer in den letzten. Jo, das soll einfach noch vorne sein. Das reicht schon, alles klar. Und Top 20, dann halten wir uns mal gepflegt zurück. Was hast du vor? Bist du als Ausreißer heute eingeteilt? Jo, ist er. Hat auch 3,5 Minuten Rückstand. Folgen ihm mal. Schauen, was das Feld macht. In all probability it won't come to much, but who knows? Die reagieren noch gar nicht. Gut. Doch, jetzt reagieren sie. Alles klar. Uns lassen sie nicht raus. Is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Macht denn der Tempo? Kann irgendwas? Kipp Kern Pharma. Oh, die stehen dazu. Unterstützt von der Pharmaindustrie. Oh, herrlich. Warum macht ihr da Tempo? Ihr habt doch gar keinen vorne dabei. Mal beobachten, da sehen wir deinen frischen Balken Tag über. Glückwunsch. Tagesform plus 3. Er ist doch schon mal gestürzt. Kann der nicht Rad fahren? Ich meine, der den hat schon mal hingelegt. Seems to be working. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. So, jetzt haben sie die Tempoarbeit aber eingestellt. Schauen wir mal, ob wir damit kommen. Jo, das sieht doch vielversprechend aus. So, gehen wir mal in die Geschichte rein und mal komplett kaputt fahren brauchen wir uns ja nicht bei der Geschichte. Ne, wir kommen da raus, halbe Minute nur. Und suchen wir uns auf Heil in der Flucht. E3 sind wir jetzt völlig allein kurz vorm Hauptfeld. Klasse. Wollen wir da noch irgendwie aufschließen zu euch? Ah, schwierig. Schwierig. Is putting the squeeze on the breakaway. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Das wird nichts leider.
Ja, wir sind so gut in der, im Gesamtklassement mit nur 13 Sekunden Rückstand. Könnte man das Team steuern, würde ich sagen. Alle in Wind vor, damit wir da hinten raus. Ja, das wäre nur. Wollte ich es nochmal neu starten machen? Ich glaube, zwei Saisons im kontinentalen Bereich. Weil auf der anderen Seite ist dann ein verlorenes Jahr gegenüber der Groß- oder gegenüber den großen Rundfahrten, was das Nachwuchstrikot angeht. Oder? Immer 20, wir haben noch 5 Jahre Zeit, um das zu holen. Oder nee, 4, wir müssen ja U25 sein. 4 Jahre noch. Die Saison plus nochmal 4. Nein, die sind jetzt vorne weg mit 3 Minuten. Aber wir durften nicht. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Kommt der Meinert noch mal ran? 1,40, 1, oh, der quält sich wieder ran nach seinem Sturz. Punkte wäre 8, da gab es einen Sprint vorne. Stimmt, gibt ja 2 Sprints noch heute. Tal unterschlagen. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Moment, wo ist denn der? Der führende Deltera Punktetrikot? Ah, der wird auch vorne mit drin stecken. Ja, super. Some riders are being left behind. Ja, es sieht so aus, als wäre der vorne mit dabei. Auch nochmal gucken. Der ist im Hauptfeld, der ist im Hauptfeld. Den kann man nicht anwählen. Hinten rausgefallen ist der mit Sicherheit. Na, da gibt es nur einen. Das ist der eigene Mann von uns. Mist. Also geben ihr Bestes mit 2,5. Das war schon größer. Jo, da besteht Interesse. Gut. Sind es jetzt noch 32,5 Kilometer bis ins Ziel. Da vorne sind sie schon sichtbar. Nur die Frage, gehen wir auf Tagessieg oder gehen wir auf Bergwertung? Oder auf beides? Sind die Berge aufgebaut da hinten raus? Abfahrt noch zwischendrin bei dem ersten, der kommt. Der hinten raus, der ist knackig mit 2x über 10%.
So, unter 2 Minuten, jawohl. Da waren es nur noch 31 im Peloton, also im Hauptfeld. Wir kommen nicht näher mit dem Hauptfeld dran. Da ist einen rausgeschmissen mit einem Loch, mit einem Platten. ...46 sind wir noch. Es wird auch wieder eine kleine Gruppe. So, wie fit sind wir denn? Oh, Bestform. Bestform. Ja, wir probieren's. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Wir probieren unser Glück. Da sind immer wieder ein paar reingefahren, 126. Ne, wir kommen da draus aus dem Hauptfeld, das können wir vergessen. Wasser müssen wir uns nicht mehr kümmern, hinten raus. So, vertagt, 49 sind wir noch. Wir sind noch nicht oben am Berg. Jetzt geht's nochmal rein. Hier da vorne vor. Wäre schön, wenn er das Loch mal zufahren würde von. Haben wir noch 1,20. The pace is so high that a few riders are gonna be very sore at the end of the day. Dass der keine Spinnereien jetzt da macht, wenn er da durchkommt. Ne, der ist ja weit hinten dran in der Gesamtwertung. Die werden nochmal gestellt, die 10 Leute da vorne. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Da vorne sind sie schon ins Sichtreich. Die zwei. Angreifen müssen wir aber. Ich würde sagen, da bei der zweiten 10% Steigung. Drehen wir hier schon mal hoch auf 99. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. So, machen wir mal den Angriff. None of the favorites is giving an inch. Dann gehen wir auf Einsatzbalken 99. Ach, da haben wir unseren Captain überholt. Selber jetzt gut vorne mit dabei. Der Gruppe Peloton. Naja, Quatsch. Da vorne jetzt. Ich hoffe, da kommt keiner mehr. Doch, da kommt noch einer. Jetzt geht's wieder Richtung Sprint. Das ist so ein Quatsch, dass da ein Sprint-Button ist. Weil jetzt nimmt er halt die Sprintwerte. Naja, wir bleiben weiter mit dem Einsatz-Button 99. Fahren hier mal rein.
Na, zweiter wohl, wenn nichts mehr passiert. Oder? Jo, zweiter. Hinterm Lopez. Der die Sprintwertung anführt. Und die Gesamtwertung ist ja zweiter mit 3 Sekunden. Also hat er jetzt das gelbe Trikot und das grüne. Beim Bergen müssen wir jetzt gucken, wo wir rauskamen. Jo, hier 20 Minuten. Glückwunsch. Gut, der ist auch gestürzt. Würde jetzt mal interessieren, wo der Captain gelandet ist. 59. Der hat bestimmt auch noch mal was ordentlich drauf gepumpt bekommen. Der ist immer noch am Fahren. Abbruch. Weiter waren wir mit 10 Sekunden hinten dran. Okay, und der Captain. .3340. 25 Minuten hat er kassiert. Puff. Gesamtwertung sind wir jetzt Zweiter, das ist klar. Bergwertung sind wir 10 Punkte hinten dran. Nachwuchswertung die Firma. Sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Der Ausreißversuch. Nee. A plus 52 Punkte. Ach, die ist schon durch. Jo, das war die letzte Etappe. Alles klar. Dann haben wir die erste Nachwuchswertung von einer etwas größeren Geschichte. Vom Hammer noch. Und ich bin die eingetreten. Na, die E-Mail habe ich schon gelöscht, leider. Dann haben wir jetzt 4 Tage, 5 Tage Pause. Dann geht's zum nächsten Ding. Und uns fehlen jetzt hier unten noch 41 Punkte für Level Up. Für Paris-Nizza. Weil wir kriegen Ende des Monats auch nochmal Punkte. Wundert mich, dass da jetzt keine Meldung kam mit der Nachwuchswertung. Glückwunsch, dass du es gewonnen hast. Gar nichts. Oh, Kalender, welche ist denn das jetzt? Die hier. Tour de Alpmaritim, irgendwas. Bergankunft. Aber Kategorie 4. Da ist auch nur zwischendrin. Da hinten raus nochmal Bergankunft. Und hier auch nochmal, also 3 Bergankünfte bei 4 Etappen. Ne, es sind nur 3 Etappen. Warum ist gerade die vierte hergezaubert? Ach, ich habe einmal durchgeblättert und war schon wieder bei A1. Okay, die erste ist eine Bergankunft, die zweite. Hinten raus, flach. Die 3 ist auch eine Bergankunft, sind 3 Etappen. Nee, Quatsch, das sind wir gerade gefahren. Quatsch, wir sind hier bei der. Das Ding soll mal heute juckeln. Gerade weil da oben stand ja schon. Und da sind wir Zweiter in der Gesamtwertung.